Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich möchte euch gerne das nagelneue Bundle zeigen, was eigentlich jeder von euch sich für 24 Euro im Vanguard Shop kaufen sollte. Das Graveyard Shift Bundle, Leute. Und wie ihr seht im Hintergrund, mit ungefähr 2 bis 3 FPS läuft es hier durch. Das heißt, 24 Euro, sehr gut investiertes Geld. Das war natürlich ein Scherz, Leute. Ihr sollt nicht euer hart verdientes Geld für Bundles ausgeben, die nicht funktionieren. Ich möchte euch ein bisschen von den neuen Maps zeigen, von den neuen Waffen, die jetzt in der Season 2 kommen und von allem anderen, was da an neuen Kram ebenfalls dazu kommt. Das geht nämlich, denn Activision zusammen mit Raven Software hat hier mal wieder einen kleinen Fehler gemacht und ihr könnt die nagelneuen Maps zusammen mit allem anderen bereits spielen. Das heißt, ihr könnt ins private Game einfach gehen. Mehr braucht ihr in dem Fall nicht tun. Und könnt einfach beginnen. Okay, hier brennt alles. Ihr könnt die neuen Maps spielen. Ihr könnt die neuen Streak spielen. Den Ball Turret Gunner ist ja aus WW2 1:1 kopiert. Mit dem einen Unterschied. Das übrigens, ich habe den falschen Controller in der Hand. Nämlich den, der kaputt ist. Jetzt haben wir den richtigen Controller, mit dem man auch richtig zielen kann. Also, was will ich euch hier eigentlich zeigen? Im liebsten erstmal die 1-2 neuen Waffen. Wir haben neues LMG, wir haben neues Sturmgewehr. Wir wollen aber auch über das sprechen, was jetzt hier auf uns zukommt aktuell. Und zwar Modern Warfare 2 oder Modern Warfare 2022 Reloaded oder Modern Warfare 2.0, 2.19. Ich weiß gar nicht, wie man das so wirklich beschreiben will, was für eins das jetzt am Ende des Tages wirklich wird. Okay, der Rückstoß von der Waffe ist heftig. Ich zeige euch auch direkt die neue Streak, die wir haben. Wie gesagt, es ist im Prinzip 1:1 kopiert aus WW2. An der Stelle würde mich das jetzt auch eigentlich gar nicht mehr groß wundern. Wir haben ein bisschen Spawn Protection, würde ich sagen, von den Gegnern. Allerdings dafür, dass wir mit 12 Kills ansonsten die Hunde bekommen, ist das hier relativ stark, habe ich das Gefühl. Ich frage mich auch gerade, wie lang dieses Streak eigentlich am Himmel bleibt. Ich hoffe sowas wie 30 Sekunden. Wobei wir ehrlich gesagt bei 30 Sekunden gleich schon wieder drüber sind. Ist auch wieder ein bisschen kompliziert zu lenken, aber im Kreis fliegt es von ganz alleine. Da braucht ihr also gar nichts machen. Ich bleib einfach mal drinne und guck mal, wie lange. Ich habe das Gefühl, dass sie hier wieder einen Fehler gemacht haben und das Ding tatsächlich zu lange in der Luft lassen. Okay. Hallo? Jungs, ich muss hier für... Okay. Wollen wir einfach mal hoffen, dass diese Streak nachher im fertigen Game, das heißt jetzt ab Montag kommt das Update, ja, nicht so extrem ist. Okay, Sprinten mit dem LMG kann man auch komplett knicken anscheinend. Das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen von dem LMG gesehen, das werden jetzt so ein, zwei neue Sachen sein. Wird den Multiplayer, wenn man ehrlich ist, nicht mehr retten. Guckt euch meinen Rückstoß an. Das ist im Prinzip die zweite Map Casablanca, die soll ein bisschen kleiner sein als die, die wir eben hatten. Ich finde sie relativ vertikal, das ist schon wieder so MW19-Vibes und MW ist ja das Thema schlechthin. Also, es gab ein Call sozusagen, holy fuck. Was ist denn? Okay, anscheinend ist diese Waffe eine Burst-Waffe. Zumindest so, wie ich sie jetzt hier gerade aufgebaut habe. Ich gebe euch jetzt keine Garantie darauf, dass ich sie perfekt aufgebaut habe oder sonstiges. Es ist das allererste Mal, dass ich die Waffe auch selber in der Hand habe. Jetzt schauen wir doch mal, was wir damit alles so ein bisschen anstellen können. Das ist jetzt auch kein Metabild oder hoffentlich gibt es hier keine Leute, die anhand eines privaten Games sich jetzt zusammensetzen, wie das Ganze aussehen soll. Es wird MW19 2.0 geben, es wird Warzone 2.0 geben oder Warzone 2, wie sie es bei Infinity Ward und Activision nennen, was sie dazu bereits bekannt gegeben haben. Es wird der neue Multiplayer, der jetzt dieses Jahr kommt, MW2, es gibt da keinen offiziellen Namen bisher, ist von Infinity Ward gemacht, hatte 3 Jahre Entwicklungszeit und wird ein Sequel oder ein Prequel zu Modern Warfare 19 sein. Das heißt, gameplay-technisch werden Elemente sein, die wir da schon drin hatten. Dazu haben sie angekündigt, werden neue Elemente mit reingekommen sein. Ich habe Angst, Leute. MW19 war meiner Meinung nach eins der schlechtesten CODs aller Zeiten. 1:1, zu 100% nur dafür gemacht, dass Anfänger die Möglichkeit haben, ordentlich zu spielen. Es gab Safe Spaces, es gab Totenstille nur als Feldaufrüstung. Es gab Streaks, die sich nicht resettet haben. Das heißt, ihr habt sie nur einmal bekommen. Die Schritte waren absolut laut. Die Time to Kill war schrecklich.
Es gab so viel unsinnige Scheiße in diesem Game. Und wenn ich mir jetzt angucke, Infinity Ward hat die letzten Jahre hier wirklich keine guten Games gemacht. Also wirklich keine guten Games. Dann habe ich wirklich Zweifel daran, ob wir dieses Jahr einen vernünftigen Multiplayer bekommen. Dazu, Warzone 2 soll nur auf Next-Gen-Konsolen und auf PC laufen. Das heißt, Old-Gen-Konsolen bei Warzone 2 fallen raus. Das ist aber auch relativ normal. Ich meine, die Old-Gen-Konsole, die PS4, ist jetzt 9, 10, 11 Jahre alt. Warzone jetzt hat Infinity Ward in diesem Call, den sie mit verschiedenen Content-Creatern gemacht haben. Wird euch überraschen, Leute. Ich war nicht dabei. Ich bin nicht eingeladen worden. Warum auch? Ich habe fast 20.000 Abonnenten. Ich bin der größte YouTuber der Welt. Das war natürlich ein Scherz. Ich wurde nicht eingeladen. Was ich so schade finde, ist, dass Leute wie Stylus oder Haptic, der es jetzt aber ja aufgegeben hat, oder andere Content-Creator in Deutschland, die sehr groß sind, Warzone seit Jahren im Prinzip fördern, dass die gar nicht mit eingeladen worden sind. Finde ich traurig, zeigt aber, dass Activision sich für die deutsche Szene im Prinzip einen Scheiß interessiert. Muss man sich dran gewöhnen. I'm Marksman kann ich euch empfehlen, linke ich euch, ist ein amerikanischer YouTuber, sehr, sehr groß. Hat ein bisschen darüber gesprochen und sie haben ihm erklärt, es wird keinen FOV-Slider in Warzone 1, so wie wir es jetzt haben, geben. Und auch nicht auf den Next-Gen-Konsolen, im aktuellen Warzone 1, weil es eben technisch wohl nicht möglich ist. Einer von Infinity Ward hat auch zugegeben und ich zitiere, "We know we have fucked up." Er hat also offen zugegeben bei all den Leuten, die da mit diesem Call waren, dass sie aufgrund von Zeitproblemen, Managementproblemen und Problemen sonstigen, Warzone, gerade Caldera, die Integration der verschiedenen Spiele in Warzone absolut verkackt haben. Finde ich auch interessant, dass das endlich mal einer offen und ehrlich zugibt. Bisher haben wir ja gar nichts dazu gehört. Bisher hieß es immer nur, ja, wir arbeiten dran. Endlich mal jemand, der wirklich sagt, ja Leute, wir haben es verschissen. Ihr habt recht, wir haben es verkackt und. Dazu kommen jetzt aber auch noch Changes, die wir jetzt für Warzone bekommen, ab der Season 2 und auch fürs neue Warzone dann. Unter anderem wollen sie diesen scheiß Bug beheben. Das sieht übrigens aus wie Lobbys im Multiplayer bei mir. Sie wollen endlich diesen Bug beheben, dass sie an einen Shop rangeht oder an ein Loadout und das Game dann freest. Das ist absolut penetrant nervig. Ebenfalls, wenn ihr jetzt 3 Platten genommen habt, ihr werdet einmal angehittet, ihr habt noch 2,5 Platten. Dann ist es bisher so gewesen, oder ihr habt 1,5 Platten noch, ihr gebt euch eine ganze Platte und es füllt einfach nur die halbe wieder auf. Das wird jetzt anders sein. Habt ihr 1,5 Platten und ihr gebt euch eine, füllen sie auf 2,5 Platten. Erst dann füllen sie nachher auf 3 Platten. Das, Leute, ist wirklich überfällig, über 2 Jahre mittlerweile. Daran arbeiten sie. Totenstille wird als Feldaufrüstung aus Warzone verschwinden, genauso wie diese gottelendige, abgefuckte Gasmaskenanimation, die wir seit Monaten haben. Vor 10 Monaten hat Raven Software schon mal getweetet, dass sie daran arbeiten werden, haben sie bis heute nicht gemacht. Also ich bin gerade verwundert, ich habe jetzt nicht genau geguckt, ob ich vielleicht einen Aufsatz drauf habe, der daraus eine Burstwaffe macht. Eigentlich soll es eine Vollauto sein. Das heißt, sie haben festgestellt, dass sie auch mit dem Delay von dem Season 2 Update, dass sie super viele Probleme haben, super viele Sachen, an denen sie wirklich arbeiten müssen. Und man kann dann nur hoffen, dass A, der Release vom neuen Multiplayer, der auch auf Old-Gen-Konsolen noch sein wird, vermutlich Oktober, September, November diesen Jahres, plus Warzone 2 dann, soll parallel dazu kommen. Kann mir vorstellen, entweder Oktober, November, vielleicht 1-2 Monate später, vielleicht aber auch komplett erst wirklich nächstes Jahr, März, April, Mai, dass man da eventuell so ein bisschen Break hat. Erstmal der Multiplayer, Leute können noch das alte Warzone spielen und dann das neue Warzone, was eben nur noch auf Next-Gen-Konsolen kommt. 90% der Spieler sind immer noch auf der PS4 und auf der Xbox One unterwegs. Für euch, ich weiß, es ist super kacke, eine PS5 zu bekommen. Ich bin mittlerweile auf den PC geswitcht, wegen FOV-Slider, weil man mehr FPS bekommt mit dem Controller dort. Es ist einfach viel angenehmer zu spielen. Keine Ahnung, wie gut das Ganze wird. Ich will euch ehrlich sein, nach den letzten 2-3 Jahren habe ich gar keine Lust mehr, es groß zu hypen. Ich berichte euch darüber. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ich dran denke, dass denn dieses Thema Prestige-System wieder das gleiche wird, was wir jetzt aktuell haben, dass sie sich wieder übernehmen mit der Integration von neuen CODs da rein und. Und weil es viele gefragt haben, wenn ihr Geld in den Shop investiert habt, in Warzone 1 für Vanguard-Waffen, Cold War-Skins oder Modern Warfare 19-Skins, im neuen Warfare 2 bzw. Warzone 2 werdet ihr diese Skins, weil die alten Games dort nicht mehr integriert sind, auch nicht mehr nutzen können. Das heißt, euer Geld ist dann weg.
was soll man machen? Das war jedem klar, dass Warzone jetzt nicht 15 Jahre hält. Leute, was haltet ihr von den ganzen News, die wir jetzt so ein bisschen bekommen haben? Ich persönlich bin mit COD schon so, ja, was heißt gebrochen? Es nervt einfach. Es ist eine Franchise, die ich liebe, die ich sehr gerne spiele. Es gibt für mich kein Spiel, was mir durchgängig das gleiche Gefühl gibt. Auf Battlefield habe ich gehofft, da kommt noch ein neues Video morgen. Der Vergleich zwischen Vanguard und Battlefield. Was hat mehr abgekackt? Schreibt auch gerne mal rein, wenn ihr zu Battlefield so ein paar Infos habt, was an dem Multiplayer für euch generell nicht funktioniert, weil ich habe es in der Beta gespielt, da ging es. Jetzt mit Full Release höre ich von 95% der Leute, es ist unspielbar. Es gibt eine Petition sogar mit über 180.000 Leuten, die unterschrieben haben, die ihr Geld zurückhaben wollen. Schreibt mal rein, da mache ich was Schönes draus. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.